Am 24. November finden in Taiwan Wahlen statt. In ganz Taiwan können die Bürger dann ihre Bürgermeister, Stadtparlamentarier oder auch Bezirksvorstände wählen. Seit Wochen sind die Straßen geprägt von Plakaten und Fahnen und auch immer öfter sieht man die Kandidaten umherlaufen, um Reden zu halten oder um einfach mit den Wählern Kontakt aufzunehmen. Die Wahlen sind also allgegenwärtig und wahrscheinlich den meisten Taiwanern bewusst. Was vielen hingegen vielleicht nicht bekannt ist, sind einige Referenden, Volksabstimmungen zu verschiedenen Themen, über die die Bürger gleichzeitig abstimmen können. Bei einem Referendum wird es darum gehen, ob Taiwans Sportmannschaften bei internationalen Wettkämpfen in der Zukunft unter dem Namen Taiwan anstatt wie bisher unter dem Namen Chinese Taipei auflaufen kann. Um auf dieses Referendum aufmerksam zu machen, veranstaltet die Formosa Alliance gemeinsam mit dem Fernsehsender Formosa TV eine 14-tägige Tour um Taiwan. Die Tour begann am vergangenen Samstag mit Veranstaltungen vor dem Taipeher Rathaus und am Nachmittag im Stadtteil Chiemending. Ich begab mich vor Ort, um einige Eindrücke zu sammeln und mich mehr über das Anliegen und das Referendum zu informieren. Ich hatte dann tatsächlich die Chance, mit einem der Organisatoren der Veranstaltung, Kenny Jung, ein Gespräch führen zu können. Kenny Jung ist gleichzeitig der Sprecher der Formosa Alliance und so wollte ich zunächst etwas mehr darüber erfahren, was es mit der Formosa Alliance auf sich hat. The Formosa Alliance is founded by Chairman George Guo. Die Formosa Allianz wurde vom Vorsitzenden von Formosa TV, George Guo, gegründet. Und der Hauptzweck der Formosa Allianz ist es, die Taiwaner durch ein Unabhängigkeitsreferendum über ihre Zukunft entscheiden zu lassen, anstatt unsere Gesetzgeber über unsere Zukunft entscheiden zu lassen. Denn es ist in einem demokratischen Land sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit das Recht hat, zu wählen und über ihre Zukunft zu entscheiden. And decide their future. Und was genau wollen Sie mit Ihrer Aktion erreichen? Gestern hatten wir die Pressekonferenz, um die Aktivität zu starten. Wir wollen, dass das taiwanische Team während der Olympischen Spiele in Tokio 2020 unter dem Namen Taiwan, anstatt wie bisher unter Chinese Taipei starten kann. Deshalb wollen wir mehr Taiwaner und mehr Wähler, die 18 und älter sind, darüber informieren, beim bevorstehenden Referendum dafür zu stimmen, dass Taiwan während der Olympischen Spiele in Tokio 2020 unter dem Namen Taiwan teilnehmen kann. Weil viele von uns glauben, dass Chinese Taipei Taiwan nicht repräsentiert. Denn wenn wir in andere Länder gehen und wenn die Leute uns fragen, woher wir kommen, sagen wir immer, dass wir aus Taiwan kommen. Es ist also an der Zeit, dass Taiwan unter dem Namen Taiwan und nicht Chinese Taipei an den Olympischen Spielen in Tokio teilnimmt. Es geht also darum, die Wähler auf dieses Referendum aufmerksam zu machen? Yes, in the upcoming election on November 24th. Ja, bei den bevorstehenden Wahlen am 24. November werden die Wähler in Taiwan für ihre Bürgermeister, die Gesetzgeber und ihre Bezirksvertreter stimmen. Gleichzeitig haben die Wähler in Taiwan die Möglichkeit, in verschiedenen Referenden abzustimmen. Unter anderem, ob das taiwanische Team an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio unter dem Namen Taiwan teilnehmen soll. Dies ist die Referendumsnummer 13. Deshalb wollen wir die Wähler wissen lassen, dass sie, wenn sie zur Wahlkabine gehen, um abzustimmen, sofort um den Stimmzettel für das Referendum bitten und dafür mit Ja stimmen, dass Taiwan unter dem Namen Taiwan in Tokio starten kann. Olympic Team to compete 2020 Tokyo Olympic under the name of Taiwan. Und wie sieht die Veranstaltung, die wohl über 14 Tage geht, genau aus? The event we started from yesterday in Taipei and we're gonna go around Taiwan. Wir haben die Veranstaltung in Taipei begonnen und werden durch ganz Taiwan reisen, um das olympische Referendum in Tokio zu fördern und mehr Wähler in Taiwan dazu zu bringen, für das Referendum mit Ja zu stimmen. Nach Taipei werden wir nach Taichung gehen und in den nächsten Tagen in andere Städte.
Wir werden zu vielen verschiedenen Touristenattraktionen auf der Insel gehen, wo sich täglich viele Taiwaner treffen, damit wir mit den Wählern in Taiwan sprechen können, um mit ihnen darüber zu sprechen, dass sie das Recht und die Macht haben, etwas zu bewirken. Von Taipeh aus fahren wir also nach Taichung und dann um die Insel herum. Und am 22. November sind wir zur Abschlussveranstaltung wieder in Taipeh. So werden die Leute unseren Van mit den Logos der Formosa-Allianz und der Olympischen Spiele in Tokio sehen. Dann können die Leute zu unserem Van kommen und ein Foto mit dem Van machen und dieses posten. Und wir werden Kaffee für die Leute ausschenken, die sich uns am Van anschließen. For the people who's joining the events. Von wem wird diese Veranstaltung und das Referendum unterstützt? Scheinbar ja nicht nur von der Formosa Alliance. Ja, diese Aktivität wird nicht nur von der Formosa Allianz unterstützt. So hatten wir gestern bei der Pressekonferenz mehrere Politiker verschiedener Parteien. Wir haben überwältigende Unterstützung von der Öffentlichkeit und auch von der Politik, denn das ist es, was Taiwan braucht und das ist die Zukunft Taiwans. Deshalb bin ich stolz darauf, dass die Mehrheit der Taiwaner diese Veranstaltung unterstützt und wir sind sehr zuversichtlich, dass das Referendum ein positives Ergebnis haben wird. Aber wir möchten die Wähler bitten, am 24. November dafür zu stimmen, weil wir jede Stimme brauchen, weil jede Stimme zählt. Es wäre ein Meilenstein für Taiwan, unter dem Namen Taiwan an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Angenommen, Sie bekommen beim Referendum dann die benötigten etwa 6 Millionen Stimmen. Was passiert dann? Okay, so after the November 24th, if we can have more than 6 million votes. Also, wenn wir nach dem 24. November mehr als 6 Millionen Menschen haben, die Ja dazu sagen, dass das taiwanische Team unter dem Namen Taiwan bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio antreten kann, ist der nächste Schritt, die Regierung zu bitten, dem Wunsch der Öffentlichkeit zu folgen. Die Regierung muss einen Antrag an das Olympische Komitee senden, dass unser Team unter dem Namen Taiwan antreten kann. Wir haben von vielen Leuten gehört, dass dies das Recht der Athleten auf Teilnahme an den Olympischen Spielen beeinträchtigen könnte. Aber in Wirklichkeit wird dies ihr Recht auf Teilnahme nicht beeinträchtigen, weil es das Recht der taiwanischen Athleten ist, Taiwan zu vertreten. Wir hoffen also, dass wir mehr als 6 Millionen Stimmen erhalten können und dann werden wir sehen, wie das taiwanische Team bei den Olympischen Spielen das taiwanische Trikot trägt und nicht das Trikot der Republik China und nicht das Trikot von Chinese Taipei. Wie sieht insgesamt das Echo auf Ihre Bemühungen aus? So right now you see a lot of celebrities, politicians, public. So sieht man im Moment viele Politiker, Prominente auf Twitter und Instagram, die ein Zeichen setzen, um Taiwan zu unterstützen. Und sie verwenden Hashtag SayYesTaiwan. So haben wir bisher schon eine überwältigende Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft erhalten. Und ich bin sehr froh, dass wir so viel Unterstützung zum Beispiel von Polen, Österreich, Israel, Deutschland, Japan, Australien und den Vereinigten Staaten erhalten, um nur einige zu nennen. Und wir hoffen, dass wir noch mehr Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft erhalten werden, um die Veranstaltung zu unterstützen. Natürlich kann man beim Referendum nur abstimmen, wenn man taiwanischer Staatsbürger ist. Aber wir würden uns sehr freuen und sehr geehrt fühlen, wenn wir mehr Unterstützung von unseren Freunden in der internationalen Gemeinschaft erhalten würden. Für viele Wähler ist es schwer, ihr Wahlrecht zu kennen, wenn sie 18 Jahre alt sind, sodass Formosa TV auch dazu beitragen wird, die jungen Wähler darüber aufzuklären. Zum Beispiel die politische Show The Daily Show, die jeden Tag von Montag bis Samstag läuft, wird auch die Öffentlichkeit über die bevorstehenden Wahlen informieren. Deshalb sind wir sehr zuversichtlich und hoffen, dass wir gemeinsame Geschichte machen können. Soweit Kenny Chung, Sprecher der Formosa Alliance und Mitorganisator der Say Yes to Taiwan-Kampagne.